So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Heute mal kein, also ich weiß gar nicht, ob ich ein krasses Intro vorher mache, wo es immer um den Code Ehre geht. Denn ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, beim Hauptkanal kam ein kleines Video raus. Nicht nur ein kleines, sehr besonderes für mich gewesen, denn es gibt jetzt finally, nach 5 Jahren Warten, seitdem Mailand das hatte, den Kommandanten Hand of Blood. Ja, und schaut ihr gerne beim Hauptkanal vorbei, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das bedeutet, man kann den Kommandanten Knabe in 3 unterschiedlichen Paketen kaufen. Hier ist übrigens mein Hauptkanal-Video. Ich bin hier gerade auf der WG, World of Tanks-Seite, wenn man mit dem deutschen Account eingeloggt ist. Und dann hat man einen Kommandanten im Game, der einen zubrüllt. Das bin ich. Ich habe dafür, ich glaube, es waren so 300, 400 Voice Lines, weil man muss dann so 8-mal zum Beispiel die Situation ansprechen, wenn der Panzer Schrott ist, als Beispiel. Und dann habe ich für jedes einzelne dieser 6 bis 8 Takes noch so 5 Variationen gemacht. Und die Leute bei Wargaming haben sich dann was rausgepickt. Ist ein mega geiles Teil. Wenn man sich den kauft, dann ist er 100% ausgebildet, hat als Null-Vorteil Waffenbrüder und als Fertigkeiten bzw. Vorteile hat der 1000 Sasser und Reparatur, was beides ganz nice ist. Wichtig, ihr könnt ihn jetzt nicht hier mit Gold kaufen in-game, sondern nur über den Premium-Shop. Link ist in der Beschreibung, checkt das gerne ab. Ansonsten, er ist nur auf deutsche Panzer anwendbar, aber dabei allen. Also könnt ihr dann auch immer, ne, könnt ihr ausprobieren und umschulen. Habe ich gerade auch gemacht für den Tiger 2, weil wir den heute zocken. Ja, und ansonsten ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass der jetzt nicht forever da ist. Also WG macht so, ich weiß gar nicht, Mailand, also erstmal hallo, mein Monolog ist zu Ende. Ja, moin. Die bringen ja die Kommandanten immer mal wieder raus, ne? Diese Content-Creator-Kommandanten, oder? Ist das bei den anderen auch so? Oder generell bei Kommandanten, die man kaufen kann? Die waren einmal ursprünglich zum Event, wo man sie das erste Mal erhalten konnte, da. Und dann, glaube ich, ein paar Jahre später für einen ganz kurzen Zeitraum, für 2-3 Wochen. Okay, ja. Dann ist wahrscheinlich noch mal was anderes. Also hier ist schon der Plan, dass der immer mal wieder halt kommt. Und der ist jetzt auch erstmal draußen, also Schlag zu. Aber der wird jetzt nicht fortlaufend einfach immer verfügbar sein. Ich kann euch da auf dem Laufenden halten. Hier gibt es ja jeden Monat ein Video. Da kann ich euch updaten. Ansonsten, es gibt auch noch den Code Ehre. Den kennt ihr ja. Falls ihr noch kein WG-Konto habt, legt eins an mit Code Ehre. Habt ihr ultra viel Startvorteile. Aber auch für bestehende Accounts gibt es den. Und ja, Mailand, wir starten heute rein. Du hast ja gesehen, ich habe den Ehren-100 gespielt, also den Jagdpanzer-Ehren-100. Lief so semi, ja, 44% Winrate. Ich habe den oft noch so als Sniper gespielt, das war, glaube ich, übel bad, weil der ist ja, eigentlich spielst du den ja fast, also wie ein Sturmpanzer, oder? Du gehst ja in Close Combat, oder nicht? Ja, erstmal Solo ist es generell nicht so geil, gerade auf Stufe 10 mit so einem langsamen Jagdpanzer. Genau, und dann zu 2, doppelter HP, doppelter Alpha, kannst halt alles rausklatschen auf Tier 10 mit einer Doppelschelle, also zu 2 ist alles besser, auch in WoT. Nice. Okay. Wir spielen aber erstmal T7, dachten wir uns. Und ich habe einen Tiger 2. Ne? Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Du hast den auch geholt, den Kommandanten. Dann werden wir jetzt, dann wirst du jetzt dreifach Bescheid. Nee, doppelt. Aber insgesamt in unserer Lobby. Ah, du hast auch den Skin, das ist ja schön. Mann. Ja, der Skin Monster ist so gut gelungen. Das ist legit mein Lieblingsskin bisher im Game. Also ist ja auch schon eine Weile draußen. Aber das war auch so eine geile Koop. Mit, hier, nee, nicht Silent Hill, doch? Doch, nee, war tatsächlich gar keine Koop, glaube ich. Von dem Macher aber von Silent Hill, der hat die, glaube ich, designt. Das kann sein, da weißt du wieder mehr als ich, das kann gut sein. Ja, ich glaube. Ja, aber genau, da gab es mal Koops auch noch mit anderen Panzern oder Skins für andere Tanks. Geil, super geil. Stacheldraht und Dirty Shit. Ich habe ja den, es gibt ja da noch diesen Advanced Skin, den habe ich für den E50M. Da ist dann vollkommen rote Laterne oben, super viel Stacheldraht überall. Der ist dann wie aus dem Horrorspiel. Absolut. So, fahren wir durch die Stadt oder gehen wir links? Lass mal Piano angehen hier. Ist eigentlich sehr. Wir müssen uns gute Platte machen hier, ne, weil wir eine Weile fahren, gerade in die Stadt. Kommen wir nicht allzu schnell zurück. Ich will erst mal gucken, was unsere Leute so machen und dann. Meanwhile höre ich. Rein machen. am besten fand ich ja. Okay, let's go! Ja, es ist richtig gut, ey. Ist geil, dass die es reingenommen haben.
Das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, ich kann das jetzt mal hier nutzen, wir spielen ja Uncut. Das ist so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauder. Ich schick das so ab, ne? Irgendwie, wie lang ging die Aufnahme? Ich hab die sogar noch raw. Transported? Ja, ja, ja. Ja, alles gut. Also ging ewig. Und ich schick das ganze Paket rum und ich hab auch, also auch echt so Takes aufgenommen, wo ich mir dachte, das wird eh nix. Ja. Wo ich irgendwie Leute rein beleidige oder was weiß ich. Wobei, da habe ich immer so schön Allmann-Beleidigungen genommen. Oder so anstelle von, ach du Scheiße, habe ich dann gesagt, ach du grüne Neune. Aber trotzdem, oh ja, jetzt schnacke ich hier und... Ja, ja, aber trotzdem, man denkt sich so, hm, mal gucken, was sie nehmen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie schon eher die saferen Sachen genommen haben, die nicht ganz so ausgearteten Sachen. Weil es gab auch Takes, da habe ich halt völlig rumgeschrien. Ich war literally heiser über 3 Tage. Ich habe das an 2 Tagen aufgenommen, weil ich heiser wurde. Also weil ich dann gesagt habe, das bringt nichts mehr, ich mache morgen weiter. Solange es nicht anstößig ist, aber dich gut widerspiegelt, glaube ich, wäre das richtig gut. Ich kann mich noch erinnern, als ich das aufgenommen habe, ne, so 300 am Stück, der arme Mitarbeiter bei WG, der die ganze Sounddatei dann zerschneiden muss und in einzelne Dateien zerlegen muss. Jo. Der tut mir immer noch leid, ja, aber bei mir hat WG gar nichts zugelassen. Ich muss mich komplett ans Skript halten, konnte da... Ja, war der erste Versuch mit sowas, ne? Kann ich auch verstehen, dass man da erstmal mit diesen komischen Influencern da erstmal schaut, wie das so läuft. Ja, umso dankbarer bin ich, dass das bei mir... Okay, shit. Vorsicht, du gehst da auf, fahr zurück, du kassierst von allem widerstehen. Scheiße. Sorry. Ja, ich hab von vorne, drin. Ja, ich muss rechts. Da drüben stehen welche. Die schießen an mir vorbei. Da ist eine komplette Katastrophe! Sprechen wir nicht drüber. Ja, mir ist genau das gleiche passiert. Ja Leute, wir haben die Idee mit 2 Tigern sehr schnell verworfen. Vielleicht auch zu früh, aber... Naja, dafür haben wir jetzt hier den Weihnachtsbaum auf... auf den Wagen. Zu spät dran gedacht, den zu entsorgen, habe ich ihn einfach am Panzer montiert. Weißt du? Ich würde mich gern da eingraben. Mach, yes. Ist das cool für dich? Ja, du, wir müssen sowieso erstmal gucken, was unsere Leute machen, aber genau, einfach, du hast da eigentlich genügend Ecken, du kannst an jeder Ecke irgendwie stehen. Das ist geil am Tiger 2, ne? Du kannst Sidescrapen, halt down stehen. Maschallah. Seiten kratzen, Wanne unten stehen, das ist alles. Ist ja legit die Reihe, wo du mir das alles mit erklärt hast. Da weiß ich noch, es war irgendein Livestream. Du hast mir 3 Stunden Sidescrapen, Halt-Down, alles erklärt, weil ich kann ja alles gar nicht. Ja. Und da habe ich gerade, ich glaube, da hatte ich sogar Tiger 2. Oder das war noch, wo ich auf den E7, was ist da nochmal der T9er davor? T10 ist da. Ah nee, Objekt 257, glaube ich. Ja, 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 genau. Der hat ja auch richtig crazy Skills. Und ich glaube, den hatten wir da gespielt viel. Ja, es war noch vor meinem ersten T10er. Das kleine WOT 1x1. Ja. Jetzt beherrscht du es und... So, Ferdinand ziehe ich jetzt hier ab. Übrigens, Leute, wir zocken natürlich T8 und nicht T7. Aber ja. Ich muss sagen, wird gar nicht mehr so viel appreciated, weil es schon so fast normal ist, aber wo fahre ich jetzt vor? Ja, komm. Ja, sieht gut aus eigentlich, ne? Da in die erste Bucht rein, ich komme mal mit. Dass man immer mehr Matches hat, gerade so T8 war früher immer mit T10ern oder T6er. Immer. War komplett anstrengend, dass man jetzt immer mehr Matches hat, einfach nur mit T8ern. Sehr geil. Das einstufige Matchmaking ist tatsächlich halt auch am spaßigsten und am fairsten für jeden. Ja. Das ist nicht verkehrt. Wir können, wenn du möchtest, diesen 53 TP angehen. Der hat die Stockkanone, also er würde dich höchstwahrscheinlich frontal nicht durchschlagen, wenn du die Panzerung nach vorne richtest. Minus? Jetzt kannst du links reindrehen, ich fahr von vorne ran und dann sind die Jungs hier auch in der Zwickmühle. Die haben dich noch nicht entdeckt, die wissen überhaupt nicht, was los ist hier, die Jungs. Ich warte, dass sich einer dreht, dann halte ich mit rein. Okay, weil der... Ich verwirre sie, glaube ich. Ja, sie sind sehr stark verwirrt. Ah, jetzt kann ich. Ja, easy peasy, sehr gut. Wie er mich anschreit. Alter, Meanwhile schreit er mich so an. Einfach geil.
Ja, ich glaube, die Verwirrung war auch verwirrt, du. Das ja, ging sechs, sehr schnell selbst hier. Die Verwirrung war verwirrt. Geil. So, jetzt könnte hinten links da an der Wald oder oben da am Hügel noch was campen, aber das findest du heraus, indem du einfach drauf zufährst. ja, ich bin spotted. Könnte gut was sein. Kann ich hier durchfahren nehmen? Ich fahre einfach drauf zu. Oh ja, da sehe ich was. Wieso? Einmal? Nicht. Aber ich habe einen Crit gemacht. Oh, Alter, was ist denn mit dir los? Ich habe die R100-Kanone. Die haut gut rein. Junge. Ja, du. Deswegen, ne? Aber, Weihnachtsbaum, Undercover und so weiter, ne? Understatement. Aber du hast doch vorhin ein Munitionslager getroffen, oder? Genau, oder, hätte oder er ist aber. Ist das der Alpha-Schaden von der Gun? Ja, 1300? Nee, war ein bisschen weniger. 750 Alpha-Schaden hat die Gun. Okay, dann hast du jetzt zwei. Also, ach nee, es wird ja auch immer so zuaddiert. Ich lasse ihn mal schießen. Zack. Schön durch die Fenster, ne? Minus, genau. Ach, schade. Der Easy-Wee könnt ihr ja einfach überfahren. Das ist sehr schnell vorbei. Hier übrigens, ne? Historical Fact. Wir sind ja in Pilsen gerade. Die alten deutschen Factories. Und wenn ich hier nach links guckst, siehst du die ganzen Hetzerwaren rumstehen hier auf dem Feld. Ja. Die nicht verwertet werden oder noch verwertet werden. Ja, das und ich gebe dir auch einen Fact. Pilsen, die Fußballmannschaft, spielen ja Champions League. Oder haben. Und haben in welchem Jahr? In diesem. Und haben das einzige Tor bisher da gegen die Bayern gemacht. Oha. Beziehungsweise, ich glaube, PSG hatte. Nee, die haben auch Cleans gemacht. Oder eins? Nee, ich glaube nicht. Aha. Ja. Ja, und weiterer Fun. Fucking Pilsen. Oh. Dahin. Weiterer Fact über Pilsen. Sie haben ein sehr leckeres Bier, ne? Ja, schönes Pilz. So. Richtig. Fahren wir weiter. Okay, ja, das war's schon hier mit dem Gefecht, glaube ich. Obwohl, wir könnten cappen, wir könnten die aber allerdings auch jagen. Ich glaube, jagen ist interessant, ne? Jagen ist geil. Du bist ja auch ein Jagdpanzer. Ja, was denn? Das stimmt. Das, was die Jagdpanzer meist machen, in der Ecke zu sitzen. Ja. Ja, ja, Tank Destroyer passt da viel besser vom Wording. Weil Jagdpanzer, also wo jagen die? Ne? Ja. Höchstens vielleicht so ein Hellcat oder so. Oder das war immer geil. Die Hellcat-Runden. Mit der, die haben auch so eine Trollgun, ne? War das nicht so? Nee, Hellcat hat keine Trollgun. Hellcat ist die Vorstufe? Irgendwas hatte da übelst einen Eifer. Das kann sein. Ja, guck mal, wir sind, glaube ich, gerade dabei, die Runde erfolgreich zu werfen, wenn wir uns nicht anstrengen hier. Na gut, du hast noch HP, das ist nicht verkehrt. Ja. Ich ziehe mich aber tatsächlich mal ein Stückchen raus, weil ich hier komplett auf dem offenen Feld stehe. Ah, sehr gut. Aha, das ist witzig, das passiert ganz oft, ne? Man denkt, die Runde ist vorbei, man fährt dann so drauf los. Und ja, dann sterben auf einmal alle rechts und links. Richtig, das denkt sich dann halt jeder im Team und dann ist die Runde auf einmal verloren. GG. So, ich hole jetzt den Progetto da, glaube ich, ab. Ach nee, der ist da hinter. Nee, genau, du müsstest ganz außen rumfahren und ich fasse ihn hier vorne ab oder ich aim ihn hier vorne ab. Ja. Wir nehmen hier in die Zwickmühle. Jawohl. Gucken wir, ob der hier irgendwo noch unterwegs ist. Vipera. Was ist das? Ist crazy, wie viele Panzer immer rauskommen. Junge, ich sitze ja ganz italienischer falsch. TD, du, das Ding geht übel ab. Ich hab ihn. Sehr gut. Dann drehe ich auf der Stelle. Die Mepera musste ausweichen wahrscheinlich, wenn du vor ihm stehst. Ah ne, nevermind, der steht direkt vor mir, weil den kannst du kaum durchschlagen. Das Ding hat Panzerung ohne Ende. Ja, du kannst wieder zurückfahren vielleicht. Ja, ich fahr wieder hoch. Ja, super. Versuch. Und ich stelle mich mal so hin, dass ich sie rausziehe, wenn sie kommen. Ja, der Ferdinand aimt auch schon, glaube ich. Ja. Ferdi ist aber relativ low. Oh, er hat gut gehittet. Ich habe ihn nicht durchschlagen. Okay, das ist bad. Du könntest von oben vielleicht rankommen an einen der beiden. Ah, ja. Sehr geil. Jawohl! Bin noch nicht aufgegangen. Ja, falls der Vipera kommt. Er muss ein bisschen vorfahren, dann kriege ich ihn. Ja, ich glaube, der weiß Bescheid, aber Ferdinand denkt mit, das ist doch schön. Gib's jetzt zurück. Jawohl. Gamer. Ja, das ist ein Gamer, das stimmt. Fahre ich jetzt auch vor.
Ich finde, mit deinem Kommandanten hast du es sehr gut getroffen zwischen einerseits motivierend, jetzt bewegt dein Arsch, aber ja, andererseits halt auch so ein bisschen abstrafend, weißt du? Ja, ja, ja. Und ich fand es sehr geil, die Kommentare waren halt durchweg positiv, richtig geil. Klar, manche sagen ein bisschen teuer, kann ich auch verstehen, 25 Euro. Also unabhängig jetzt davon, ob es das wert ist oder nicht, ist einfach, sind einfach 25 Euro, ne? So. Ich meine jetzt vom Aufwand oder so. Also meiner Meinung nach ist das natürlich wert, weil ich weiß, was da so an Aufwand reingeflossen ist und ich finde das Item echt cool. So, es ist auch einfach nur wert, weil es kein Kommandant ist. Genau, ich will nur sagen, ich finde es total legitim, wenn man sagt, ey, kann ich mir nicht leisten. Okay. Was hast du denn drauf? Ein Brunnen? Nee, was ist das? Nee, das ist Elfriede, die Hausdame, die gern mal ein paar Gegner wegbügelt. Ja, die haben ja Bügeleisen. Ah, verstehe. Ja. Du bügelst die Gegner weg. Gut. Ja, ich bin für den Weltfrieden. Ist auch okay. Ja. Ich bügel für den Frieden, ja. Okay, dann lass uns mal gucken. Ich würde vorschlagen, wir fahren einfach mal nach links. Rechts ist meist für die schnelleren, mobileren Panzer, können es auch schnell gehen. Aber rechts wird man ja von der Seite eigentlich überrannt, immer. Was wäre, wenn Kommt wir uns da an, richtig ja, eingraben? Könnte passieren, ja. Ja, ich meine, wir könnten auch gleich rückwärts fahren, ne, und hier hinten uns ins Gebirge ja, reinstellen. Aber das ist dann auch sehr chilly. Das war doch schade um den Panzer, ne? So. Junge, das sind Bretter, ey. Guck mal hier, der E4 neben uns, der denkt sich auch so, oh. Ja, hübschis. Es ist so eine kleine ungeschriebenes Gesetz in WoT. Sobald dir ein Gegner entgegenkommt, der sein Rohr in die Luft hält, dann heißt es, er möchte sich paaren oder er möchte einfach nur, er möchte Frieden mit dir. Hm. Gibt es manchmal so lustige Momente, wenn man sich gegenübersteht und gerade nichts tun kann, ne, weil er halt noch andere Kanonen mit reinnehmen, dann siehst du, wie einer das Rohr hochnimmt, da weißt du direkt Bescheid. Alright. Oh! Ich höre nur so ganz gedämpft, weil alle betäubt sind. Diese Halunken! Ja, ja, okay, da ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Einfach irgendwo da, genau ins Gebüsch, glaube da ist nicht verkehrt. Ja. Ich fahr mal hier oben hin. Mal gucken. Das was gefällt so, auch uns kommen. Wann ist Kacke, ne? Oh, guck mal da. Hopp! Nein, ich hab drüber. Ah! Oh mein Gott, das war ja komplett free. Aber ja, ich bin nicht aufgegangen. Wie meinst du mit Wanne ist Kacke? Oder? Frontal hier, Unterwanne, sorry. Also du möchtest deine Unterwanne verstecken, auf jeden Fall, ja. Ja. Oh, die ist noch einer komplett free. Ich immer auch drauf. Nein, nein! Ich hab gerade nachgeladen. Ey, komm nochmal. Leider nicht getroffen. Der Kollege hat auch lucky. Mehr Glück als Verstand. Ja, ich bin auch drauf. Junge, dass keiner von denen was kassiert. Woll, echt. Okay, die jetzt fährt er darüber oder was? Das gibt's doch nicht. Schweinerei. Du, der kommt dann nochmal hoch, ich sag's dir. Ja. Du könntest dich auch. Komm mal mit rüber hier bitte. Die werden gleich hier weiter pushen. Und genau, wir stellen uns da hinten in die Ecke rein und dann haben wir einfach, es ist ein Buffet, es ist all you can eat hier. All you can Stahl eat. Ja, ist echt so. Hier, der E4 ist low, der E7 ist auch low, die Gegner werden sich gleich draufstützen hier. Ganz hinten in die Ecke rein. Langsam der Jagd, eher. Ja, ja. Naja, aber man weiß, was man hat, ne? Richtig. So, ich würde mal hier Platz lassen. Innen? Platz lassen. Innen, genau. So, und dann. Naja, innen würde ich der Platz. Na gut, dann. Ja, mal auf. Also innen. In der Bahn, oder? So, okay. Außenbolz. Ja, okay, gut. Auslegungssache. So, 60 TP kommt. Und der brüllt durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Tu. Der fährt instant zurück. Ja. Einfach so, Rückwärtsgang. Es ist so geil. Junge, 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 Junge. Es wird auch nie alt, ne? Selbst nach über 10 Jahren WoT feiere ich das immer wieder, Doppeljagd, ey. So, mal gucken. Vielleicht hat ja ein anderer Gegner da nicht aufgepasst und lutscht ja auch noch rein. Du könntest versuchen, genau hier auf meinen Marker einen Blindshot zu setzen. Okay. Da steht nämlich der gegnerische Jagd eh drin. Jetzt fährt dieser E7. Ich glaube, der ja. Das Timing, ey, Wahnsinn. Okay. Die E7 steht, vielleicht kommst du ran. Ja, ja. Oh, hinten der Zipfel. Mal, ne? Einfach rein. Hinten der Zipfel. Aber das war echt nur. Oh, ne, jetzt fährt er.
Okay, wir könnten eigentlich auch gegenpushen. Ne? Unser Team drüben. Die rechte Seite überrollt halt völlig. Ne? Ja. Bin ich mal wieder hinter ihr. Sieben könnte früher oder später sogar zurücksetzen, denke ich. Ich höre es nur knatschen. So. Ich würde mal ein Stück vorfahren oder lass uns einfach beide vorfahren. Sieht gut aus für uns. Die Map wurde jetzt übrigens vor nicht allzu langer Zeit überarbeitet. Leo? Ja. Genau, wo du fährst. Ach, scheiße. Der Würfel. Na, dann fahre ich jetzt. Boah, Alter! Ich habe ihm einen mitgegeben. Jo. Genau, der Norden kann jetzt besser verteidigen. Da oben A2, ja. A3, das wurde jetzt mit dem Süden mehr oder weniger gespiegelt. Aha. Deswegen kommen unsere Leute da gerade sehr schwer voran. Mhm. Ja. Ich finde es witzig, wie unsere rechte Seite komplett überrollt. Eigentlich ist es immer genau andersrum. Mhm. Bei der Map. Lass uns hier hochfahren, da können wir den VZ klatschen. Die Gegner sehen gar nicht durch, hier. Ja, hier links, der E-Steam. Minus. Okay, gegnerischer Jagd, ihr kommt. Abklatschen hier. Schön. Schade für ihn. Oh, der VZ ist schon tot, unsere Leute stürzen sich einfach drauf. Jo, jetzt wird einfach nur Gas gegeben. Der EBR auch richtig Bock. Miau. Alle Signale im Kollegen. Mit 100 HP jetzt. Oh, alle drauf. Ja, irgendwann muss ich auch mal EBR spielen. Das ist halt. Dass ich den noch nie. Ist eigentlich, glaube ich, mein Panzer. Das ist ein absolutes Meme, ja. Und das ist. Ja. Shame. Obwohl, Panzer würde ich das vielleicht nicht nennen. Ja, ist ein Geländewagen. Ja, genau. Ja. Alter, 15 zu 4, Heilige. Ja, die konnten das nicht spiegeln. Das, die wollten ja bei uns dann unsere Seite dafür pushen. Jetzt stehen da zwei Jagd-Es. Spielen wir dann hier, oder? Theoretisch kann auch einer hier in die Büsche, oder? Ja, können wir versuchen, allerdings. Aber es ist halt so, so schnell reaktiv. Ja. Richtig, genau. Die Gegner haben wenige Mediums, vergleichsweise viele Heavies. Ich würde sagen, wir spielen eher so Vierer-, Dreier-Linie. Da rechts an den Bunkeranlagen. Das geht so einigermaßen. Okay. Ja. Was auch sehr oft passiert, ist, dass die Gegner so eine Art D-Day-Reenactment hier versuchen. Das heißt, erstmal runter zum Beach fahren und dann versuchen, da hoch zu pushen. Und dann können wir die gut abfangen. Ja, also, sie können einfach dann runterfallen, auf die drauf. Das geht auch, ja. Jo, es gibt ja so witzige Videos, wo die irgendwie mit dem Mauspanzer oder so, wie ist es mit Maus, Leute einfach erschlagen. Ja. Aber ich glaube, es ist noch irgendein anderer Panzer, mit dem das richtig gut geht. Aber ja. Ja, generell ist, glaube ich, da der Panzer egal. Das Lustige ist eher, wenn du auf Teammates runterspringst, weil es gibt auf Teammates keinen Fallschaden. Ja. Das heißt, theoretisch kannst du da ohne Fallschaden runterspringen. Ja. Gibt sogar auch eine Stelle, wo man sich einfach abseilen kann wie eine Rutsche, ohne HP zu verlieren, aber... Alright, wieder so ein AMX hier im Gegnerteam. Hier E7 ist auch noch am Start. Oh ja, die Gegner sind zahlreich unten am Beach vertreten. Uiuiui. Okay, Objekt 2684 vor uns. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber den können wir theoretisch auch einfach oben durchschießen. Falls er uns anpieken sollte. Ja. Jawohl. Jawohl. Dieses Nachladen, wie das geschrien wird, einfach nur geil. Als ob man da das noch beeinflussen könnte, ne? Naja. Okay. So, ich zeig ihm mal, dass der... Das du nicht machen kann. Ach, das ist so toll. Leute, so, die den Jagd. Hockt ja einer um eine Ecke. Mhm. Und oben ist einer. Mhm. Es ist relativ viel schon gespottet. Der V ist auch unten. Also theoretisch sollte hier gar nicht allzu viel um die Ecke stehen. Problem ja, der E100 halt, ne? Und da oben ist noch der IS-7, der aimt uns ab. Du kannst versuchen, hier so rückwärts zu fahren, so wie ich. Ja. Und den E100 oder IS-7 zu beschießen. IS-7 hat geschossen. Unsere Maus macht das klasse hier. Genau, ich mach dir mal Platz hier. Mhm. Ich probier das mal aus. Ja, genau, ich halte mich einfach hinter dir auf. Ja, die Adi freut sich natürlich. Aber unsere Maus pusht, können wir vielleicht mitfahren. So, ihr sieben oben. Oh Gott, der Typ ist. Ist ein Lebensmüde, ne? Oh, den hätte ich so holen können. Oh Mann, der Arzt im letzten Moment noch. Scheiße. Die Arti setzen uns zu, das gibt's doch nicht. Ja. Ach, darum jetzt. Macht das richtig gut. Macht weiter Druck. Macht immer weiter Druck. Was ist in der Ecke?
Weiß auch nicht, was hier oben der Objekt. Der hat auch übel Bock. Okay, Allwetterreifen will er. Na gut. Schön. Oder hinten der 60 TP kommt. Jawohl, hab ihn. Und okay. Er ist abgeprallt. Geil. So, wird dieses 140er zu killen. Okay, unser Team kümmert sich schon drum. Ich denke, wir können jetzt hier einfach durchpushen. Ja, dahin der 60 TP, vielleicht piekt er noch mal. Ja, aber der IS-7, der kommt jetzt hier nicht mehr weg, außer er fährt nach oben rückwärts und dann fährt er voll in unsere Teammates rein. Ja. FV hinten? Ja. Also guckt. Ja, naja, kassiert auch schon. Lass uns vielleicht den IS-7 abholen, ne? Oder? Ja. Ja, lass versuchen. Ja gut, der ist jetzt wahrscheinlich... Ist schon Toast. Mach mal. Wo er kommt? Mach mal du. Steht hinterm Wrack. Okay, jetzt kümmern sich drum, sehr gut. So, und jetzt werde ich hier richtig drauf springen. Ist mir so scheißegal. Ja. Maus, bitte lass ihn leben. Ja. Jawohl. Den kriege ich. Wir schieben dir den runter? Nein, der Achso, du willst ihn doch wieder nehmen? Hm, ja, okay, versuch's. Nein! Aber den kannst du killen hier. Nee. Warte, warte, ich krieg ihn. Ich krieg ihn, oder? Beeil dich. Junge, er ist passend stehen geblieben. Geil. Oh, das ist noch der FV. Jo, der killt doch jetzt auch Bock. Ganz oben. Jo, Grille hat auch Bock. Irgendwann muss ich auch mal Grille spielen. Einfach geplatzt. Aber der lädt jetzt 80 Jahre nach. Der lädt sehr lang nach, genau. Grille, lass es mir, bitte. Bitte. Oh mein Gott, da kommt Mailand! Ich habe ihn geholt, aber er mich auch. Ich habe das perfekte Profil drauf, Alter. Junge, Junge, Junge. Alter, weißt du, das ist wie so ein... Du liegst so einfach kopfüber. Ja, man muss es tun. Es gibt da gar kein Wenn und Aber. Junge, Junge, Junge. 2000 HP gewastet, aber scheiße. Alter. Ey, Hammer. Krass, hätte gar nicht gedacht, dass wir... Unser Team ist jetzt einfach durchgefahren. Ich weiß gar nicht wo, aber... Haben sie super gemacht. Ja, ich glaube... Also ich muss sagen, jeder Schuss von mir hat auch gesessen. Es waren, glaube ich, 2. Ja, ich meine... Aber wenn die halt sitzen, ist halt auch die Hälfte der TP schon oft weg von dem. Ja. Ist halt so krass, was du drückst mit dem. Und auch... Keine Ahnung, du sagst, der Durchschlag war mir gar nicht so präsent, dass das einfach der beste Durchschlag im Spiel ist. Holy shit. Ist halt, ne, gerade so... Aber du sufferst auch viel. Also du bist halt übel lahm und übel groß und übel sperrig. Nein. Du hast auch gesehen, die Artis, ne? Sofort beide auf uns drauf, bis die dann, Oh, traumhaftes Match. Lecker. Heute hier. Ja, fahren wir im Süden, oder? Oder wollen wir hier da so... Wir gehen voll Attacke rein. Ja. Folge mir. Jetzt bin ich dein Kommandant hier für die Runde. Okay, alles klar. Also was wir versuchen können ist... Im Süden gibt es halt auch diese geilen Ridges, ne? Wo man schön... Ganz genau, ja. Wir haben ein bisschen Gun Depression, nicht die beste Turmpanzerung, aber das sollte gehen. Mhm. Ich meine, wenn wir beide da auftauchen, dann sind die Gegner wahrscheinlich auch erstmal eingeschüchtert. Genau, also das ist immer der Kampf um diese kleine Halbinsel da hinten. Mhm. Wir können gleich versuchen, hier vorne reinzuballern, falls uns nichts entgegenkommt. Also natürlich hier östlich der Gleise reinfahren, über außen. Ja. Aber falls wir da auf viel Widerstand stoßen sollten, können wir auch weiter hinten bleiben. GW-Tiger hier auch so ein absolutes Schiff einfach. Es sind so viele dieser deutschen T-10-Panzer, sind einfach so die Kästen auch. Wirklich so hässliches Design. Was haben die damals gesmoked, ey? Oh, Mann. Das Witzige ist, jetzt sind die japanischen Jagdpanzer angekündigt für den nächsten Patch. Die sehen genauso aus, oder? Richtig. Und das sind genauso Klotzkoffer. Einfach nur riesengroß. Mit riesen Wumm noch dazu. Ja. Die sind echt verrückt. Okay, EBR hat nichts gesehen, dann würde ich sagen, wir fahren direkt weiter. Oder du bleibst erstmal hinten, ich fahr weiter. Nee, Abfahrt, Jalla. Abfahrt gleich durch, ich denke auch. Dem müssen wir echt die Lust versauen hier. Okay, ich bin aufgegangen. Oh, okay. Irgendwo da hinten steht wahrscheinlich was. Jawohl, okay, Vorsicht da. VZ hat kassiert. Genau, allzu sehr nach oben solltest du nicht pieken oder nach oben fahren solltest du nicht. Ja, ich bin auch da hier beim VZ. Der U, das ist sehr ekelhaft, aber kommst einfach nach links und hier können wir gut gemeinsam kämpfen. Ah, Arti ballert auch rein. Geil.
Oder hinpieken sie, glaube ich, eventuell. Ja, die kommen nicht ganz ran an uns. Die sind hier halt da. Wenn du echt, ganz unten links spielst, kommen die da hinten nicht ran. Genau, ich mach dir mal Platz. Und dem VZ kannst du in die rechte Luke schießen, wenn du drauf schaust. Jawohl, sehr geil. Das war ein Millimeter, ey. Ja, können wir einfach. Na, pushen nicht, ne? Nee, wir müssen das entspannt machen. Wir sollten das ganz ruhig angehen hier. Ganz rotiert. Versuchen rauszunehmen. Schön. Adam, genau. Ja, und jetzt unsere Lorraine macht von oben Druck und den Petten können wir einfach. Schade, aber halt nicht so lang. Ja, super. Machen wir einfach langsam Druck hier. Jawohl, der hat. Adi kommt. Ach, dann shit. Reparieren, falls du kannst. Ja. Kette musste nur geölt werden, es geht. Ja, es ist, dann passt das doch. So, vielleicht kannst du den Pet finishen. Nicht ganz. Boah, das war aber scheiße geaimt. Naja. So, und der Udes, der dreht sich jetzt zu uns um, aber sobald er sich umdreht, soll er von dem anderen passieren. Ja. Sehr geil, Mann. Super. Wir können ihn einfach wegdenken. Wie er rumschreit, Alter. Super. Nice. Ey, richtig so, gutes Team. 30. Oh Gott! Junge, der wollte es aber auch, du. Jetzt pass auf den Emi auf links, der ist richtig gefährlich. Ja, ich muss hier schnell in die Kuhle. Ja. Ja. Okay. Okay, und deine Mission für die nächste Minute sollte erstmal sein, zu überleben. Ja, ja. Weil das Gefecht könnte sich noch echt eine Weile ziehen. Ich warte auch darauf, dass unsere Leute hier ein Stückchen weiter aufrücken. Mhm. T30 hat, vielleicht kommst du mit ran. Ja. Der lädt immer noch nach, kannst sicher einen Schuss machen, aber pass auf den Emi auf, ja. Leider nur Kette, es war ein bisschen überhastet. Oh, aber schöner Arti-Treffer auch nochmal. Ja, komm zurück. Der Emi hat halt einen Turm, den können wir überhaupt nicht pennen und der hat auch, glaube ich, 12 Grad negativen Geschützrichtwinkel. Ja, das, aber da oben kommt gerade die Lorraine und will richtig. Ja. Oh, Junge! Oh, was geht da ab? Junge, der wollte es richtig wissen. Aber er hat geschossen, der Emil, ne? Jetzt ist er am Nachladen. Hatte noch einen Schuss drin, jetzt ist er am Nachladen. Sehr geil. Super, lass uns gleich hier auf die gegenüberliegende Seite fahren. Echt? Kann er mich nicht erschießen? Oh, Conway hat mich erschossen. Liegt der so lange? Ah, jetzt bist du am Arsch, ne? Scheiße. Ja, der lädt 20 Sekunden. Okay. 30 sogar, glaube ich. Oh, krass, was? So lange? Ja, dann mach ihn. Aber da oben der Conway. Der Conway da hinten, oh, ja. Oh, schießt über dich drüber, geil. Aber du kriegst jetzt auch noch vom Udes Verstärkung, oder? Nee, da bin ich mir nicht sicher. Ja. Ja. Aber Conway geht drauf. Conway ist quasi One-Shot, der hat 100 Leben. Hat daneben geschossen auf dich. Aber der schießt schnell, ne? Oh, EBR kommt zur Hilfe, geil. Sehr gut. Ja, geil. Conway auch tot. Ja, jetzt nur noch die Stadt. Und ich eine Arti. Hier. Ja, das must have, du erstmal die Arti killen. Ne, mich hat quasi der T30 gekillt. Den hätte ich mir nicht fangen sollen. Ja, war aber auch sehr leichtsinnig von ihm. Er hatte ja da, weiß nicht, 900 HP oder so dafür kassiert, dass er da oben drüber schaute. Ja. Aha, guck mal hier. Es ist so geil, die Gun, weil es einfach so ein Sniper-Scope. Ja, das ist Vielseitigkeit. In Kanone sozusagen. Kann einfach alles die Gun. No rules. Es ist, ja genau, es sieht auch übel geil aus, dieser Skin. Nicht nur die Farbe, aber auch die ganzen kleinen Details. Ne? Oben diese Smoke Launchers dran. Ja, wollte gerade fragen. Denn die Außenspiegel links und rechts sind echt cool. No, true. Ja, der Panzer, den ich gefahren bin, der hatte ja keine Außenspiegel. Muss man tatsächlich richtig rausgucken noch damals. Die BMP, ja, den gleichen bin ich tatsächlich auch gefahren. Ja? Ja. Beim Junggesellenabschied oder so meinst du, oder? War das was? Oder verwechsel ich nee, das? Nee, ich habe einen Gutschein bekommen von meiner Frau. Und da bin ich dann. War das auch in MacPom? Nee, irgendwo in der Nähe von. In Sachsen gibt es das, glaube ich, auch. Ja, genau, irgendwo da. War in Sachsen. Ja. Es ist verrückt. Was mich am meisten beeindruckt hatte, war, wie man einfach diesen fetten Motor oder wie man die Kraft des Motors spürt neben sich. Ja, beziehungsweise du gleitest ja durch alles durch wie durch Watte. Das finde ich krass. So, du fährst da durch das übelst krasseste Gebiet, wo ich mit meinem Smart nicht mal mit einer Kneifzange mich ranwagen würde. Aber der geht da einfach durch. Junge, was machst du für Hits? Ja, du, das ist E50M-Gun. Alter, 800? Echt? Nee, 800 war das nicht. Das war summiert mit irgendeinem Friendly-Schuss, oder? Richtig, 390. Okay. Ja, wollte gerade sagen. Es sah halt, es war so genau die Maus.
Ist noch relativ eng. Also die haben noch zwei Heavys, ihr nicht, ne? Ja, allerdings, die kommen halt auch nicht mehr zurück. Wir können die Maus hier super gut abfahren. Wir haben noch sehr viele HP. Die anderen beiden sind low. Wo ist denn der dritte eigentlich? Achso, es war die Batchet hier. Der ist auch low. Oh, ein FV kommt jetzt noch von uns dazu. Ja, oh. Klärt das. Mäuschen. Mäuselein. Das ist auch so ein... So eine Flunder. Wirklich, was ist das? So ein extremer Panzer, ne? Ja. Ja, voll. Ist auch Schwede, ne, Udis? Genau, Udis ist auch ein Schwede, wie generell diese... Die Schweden, die haben so krasse Designs. Das ist diese Skoda-Scheiße, ne? Die haben immer so krasse Designs. Also nichts gegen Skoda, aber... Das Wilde ist halt, dass diese Stritzwagen tatsächlich existieren, ne? Ja. Dass nicht irgendwelche Blaupausen aus irgendwelchen... oder auf irgendwelchen Servetten sind oder waren, sondern dass die Tanks tatsächlich existieren und auch eingesetzt wurden. Vor allem Stritzwagen heißt doch auf Schwedisch einfach nur Panzerwagen, oder? War das nicht so? Ich glaube, das war so, genau. Ja. Batchet. Ein Typ steht da hinter dem Haus. Oder hinter dem Panzertrag, genau. Mhm. Was ist denn jetzt? Haben die Teammates Bock, hier mit ranzukommen, oder? Vor allem der Udes ist so free, Junge, fahr. Okay, ja, Objekt steht da einfach nur. Also unser eines Objekt. Ja, der Udis hat den. Jawohl. Ja. So, GW Tiger richtet sich aus. Ja. Ich bin zu blöd, die Maus zu durchschlagen. GW Tiger ist auch irgendwie so eine Vorstufe zum schweren Gustav, zum Eisenbahngeschütz, du. Jo. Ein Riesengerät. Alter! Oh, ist ja E50 aufgegangen. Aber da kommt jetzt der Udis, die lange Straße. Der kriegt den jetzt easy. Ja, kriegt den easy. Oh nein, jetzt ist er zugegangen. Okay, jetzt kommt der E50 bei dir. Nice. Adam. Ja, jetzt glaube ich, brauchst du einfach nur chillen, bis der Udis da ist und dann ist free. Ja, ich will aber nicht chillen, ich will den Damage machen. Maus betäubt. Ja, die macht das schlau. Also, ja, kannst du aus hier nicht flankiert werden. Aber jetzt. Udis? Oh. Ist sie totgerammt? Oh. Ey, das ist echt die Rammfolge. Ist ja insane. Wir haben schon 3 Rammkills. Oh. Nice. Ey, das war eine richtig geile Runde. War auch gar nicht so. Also, war auch relativ knapp. War jetzt nicht so mega einseitig. Mussten wir hinten raus echt gut ausspielen. Ich glaube, wäre ich hier nicht gewesen, unsere Neuner, die waren wirklich ein bisschen verloren. Ja. Wäre schwierig geworden. Okay, Leute, das war's mal wieder mit einer weiteren Folge World of Tanks. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schaut unbedingt bei Mailand vorbei. Da macht immer zum WoT allen möglichen Content. Jetzt auch schon hier Patch Notes andauernd hier analysiert er durch. Also alles Mögliche. Und er hat einen Zweitkanal, wo er rumdirbt mit seiner Mütze. Aber ist ein anderes Thema. Ich verabschiede mich. Tschüssi.